Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Matt Burago, und diese Therapie hier ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Far Cry 2 und sind dabei, unseren Auftrag zu erfüllen, und zwar wieder mal eine, Exekutation sozusagen. Oh, wir gucken mal, wir gucken mal irgendwo besser in Position kommen. Außerdem müssen wir mal schauen, was das Ziel ist. Interessant ist natürlich, dass wir eigentlich nie ein Foto haben, aber dennoch relativ offensichtlich ist, wer das Ziel ist. So, ich würde sagen, wir schauen nochmal hier dann durch und gucken mal, ob wir das Ziel finden. Hey, ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Du bist ja gar nicht gemeint. War doch alles halb so schlimm, oder? Genau, sehe ich auch so. Die Frage, wo ist unser Ziel? Ah, da steht er mitten in der Seitengasse drin. Natürlich ungünstig. Ich verstehe es nicht. Dieser DJ von Liberation Radio redet doch totale Scheiße. Aber so, okay, hier können wir raus. Und dann? Da steckt dieser Schakal dahinter. Aber dieses Land ist verflucht. Überall sind Teufel. Im Busch, im Dschungel. Die Frage, wo dann hier lang raus? Also ich habe jetzt das Ziel schon gesehen und gefunden. Ich versuche jetzt gerade irgendwo einen Weg zu finden, dann hier rauszukommen. Das Ziel ist nämlich... Das können wir nicht von hier aus sehen. Ja, da. Oh, hier ein Loch. Damit man natürlich bloß durch, raus und weg. Ab durch den Dschungel, würde ich sagen. Die Ecke waren wir ja noch gar nicht. Oh. Das war doch eine easy Mission. Ich glaube, der Zaun markiert auch den Ausgang. Oh, wir sind auch da. Super Aktion. Die sind aus der erwarteten Schildsternzone gekommen. Oh, und die Kohle ist da. Oh, das heißt, wir können wieder Wendung wieder zurückfahren. Und holen uns jetzt einen neuen Auftrag. Dann wird spannend. Neuer Auftrag. Oh, warte, Schildsternzone hier. Und. Eindeutig schön geparkt, die Karre. Die klaut keiner mehr. So. Die Frage ist, wenn man das jetzt richtig anschaut, haben wir die Möglichkeit für zwei Operatseiten zu operieren. Aber wir arbeiten einfach mal für die altbekannte Fraktion. Weil an sich bleibt es hier Puppe wie Hupe. Ruhe nachladen. Ich habe nichts gesehen. War hier was los? Ich... weiß es nicht. Aber egal. Wir machen einfach weiter. Okay. Der liegt hier immer noch rum. Schakal, ein Zeichen. Führt das Wasser nicht an. Tja, Quatsch, ey. Sie hat gesagt, ich soll das machen. Moment. Hey, können wir reden? Ja. Bevor Sie fragen, Adi hat im Moment keine Aufträge. Aber mir hat ein Vögelchen was gezwitschert. Okay. Da liegt doch ein Toter vor eurer Tür, wisst ihr das nicht? Stehen Sie auf Geheimnisse? Die APR hat einen Ausländer in Dogon Sediko eingesperrt. Okay. Unsere Jungs wissen nicht genau, wer er ist. Aber wenn die APR ihn hat, könnte er nützlich sein. Okay. Also, Mission, ich krieg mal wieder einen neuen Freund. Wo ist der denn? Bis dann, Mann. Können wir da mit dem Bus hinfahren? Ja. Wahrscheinlich, ja. Aber ob sie das lohnt, dahin mit dem Bus zu fahren? Ich glaube nicht. Ich würde sagen, wir besorgen unser Fahrzeug wieder und dann fahren wir da selber hin. Außerdem freuen sich die Freunde von dem einen Stützpunkt, wenn wir wieder vorbeikommen. Schnapp dir eine AK-47. Hab ich schon. Ich muss das Teil behalten. So. Da. Interessant ist natürlich die Frage, ob wir da jetzt auch einen Anruf bekommen. Upsi, Entschuldigung. Das scheint ein bisschen andere Mission zu sein. Wir können wieder einen befreien. Oh.
Sollte ja nicht so schwer sein. Und außerdem kennen uns die Jungs da drin schon. Ja, ja. Schöne Gegend hier. So also schön grün. Nicht? Okay. Ja, da hoch. Schwenken. Noch jemand da hinten, das Fahrzeug brennt noch nicht. Okay. Brennt das da hinten? Ich sehe nichts. Könnt ihr mal schauen? Scheiße, ist alles für den Arsch hier. Okay. Was ist der Fettkacke da hinten? Ja, da ist natürlich ein Baum hängen. Okay, jetzt brennt er da hinten auch. Okay, jetzt ist er da. Deckung. So, jetzt dürfte man den auch erledigt haben. Schnell unser Fahrzeug wieder in Stand bringen, weil wir haben ja einen Jeep und keinen Nebelwerfer. Okay, der ist da mal dichter. Nachladen. Und weiter geht die wilde Fahrt. Eigentlich wollten wir von den Jungs ja gar nicht. Wir wollten einfach nur einen guten Tag sagen. Die freuen sich immer, wenn wir kommen. Und das Recht freuen sich dann, wenn man auf sie schießt. So. Hoppala. Lenken sollte man auch. Wenn ich das richtig gesehen habe, würde sich das lohnen, hier lang fahren. Ja, ja, hier kommen wir dann nach oben. Ja, deswegen sollte man während der Fahrt nicht Karte lesen. Aus dem Grund. Ich würde sagen, wir nutzen aber trotzdem mal die Gelegenheit und gehen noch ein bisschen Kohle unter die Leute zu bringen, ja. Und dafür gehen wir in die falsche Tür rein. Ne, da drüben müssen wir hin. Was hat er hier drauf? Ah, der hat der Standard. Standard ist langweilig. So. Tag auch. Keine mehr da. Mal gucken, wie viel einfach dabei haben. Ah, 24. Da kann man ein bisschen was kaufen, hoffe ich dann mal. Pfeilgewehr, Flammenwerfer, Mörser. Ne, der Mörser, den hatten wir ja schon mal gehabt. In der anderen Map-Seite, den finde ich persönlich gar nicht so schön. Pfeilgewehr ist ganz nett. Fürs lautlose Töten. Na. Aber hier habe ich jetzt nichts so, was ich sage, oh, bräuchte man. Den Granatenwerfer wäre noch ganz interessant. Mal gucken, mal hier noch. Oh, jetzt, hier können wir noch aufkommen. Nehmen wir mal alles mit, was so Kleinkram ist. Haben wir noch Dreier. Das unten ist hier dann Sumpfboot reparieren oder Verlässlichkeit, besser gesagt. Und hier drüben noch irgendwas Spannendes. Ne. Einfach raus die Kohle. Was wollen wir denn damit? So. Nehmen wir hier nochmal ein Medic-Pack mitnehmen hier. Gleich Medic-Pack mitnehmen und uns heilen. Und raus geht's. So. Wir haben ja eher eine Mission von jemandem zu befreien. Da bräuchte man vielleicht nicht unbedingt einen Granatwerfer. Eine Bazooka. Deswegen lieber sowas. Und für das Handliche lieber das mitnehmen. Und Scharfschützengewehr. Nehmen wir auch mal ein neues mit. Das neue. Weil einfach aufgeräumt. So ein paar Granaten. Eine haben wir ja weggeworfen. Die hat uns ja nicht mehr gefallen. Was ist hier drin? Das ist super. Die Pistole ist da drin. Ich würde sagen, nehmen wir da die mal damit. Und wechseln das Ganze mal hier. Bisschen. Da draußen fährt gerade Geländewagen vorbei. So, was steckt hier drin? Scharfschussgewehr passt doch. So. Der Freund hat hier nur gewendet und wieder nach da oben gefahren. Blick auf die Map. Wo müssen wir lang? Raus zu mir. Ja, läuft doch super. Geht's hier schön nach oben? Na, jagen wir die Freunde mit dem Geländewagen. Mal kurz. Außerdem haben wir vielleicht so die Chance, noch ein paar Diamanten zu sammeln. Rechts und links über die Landschaft genossen. Und noch ein paar Pillen einwerfen hier. Das ist
Karte lesen während der Fahrt schon, aber keine Pillen nehmen während der Fahrt. Jo. So viel dazu. Naja. Ah ja. Bessere Kühlung, keine Motorhaube. Mal gucken, ob wir oben rechts und links vorbeikommen. Yeah. Hier und so, rum sind wir. Hier oben geht es weiter. Hier war ja der mysteriöse Stützpunkt. Was hat der denn da drauf? Ah, der hat das gleiche drauf. So. Hier lag rum. Und runter. So, da drüben ist unser eigentliches Ziel. Ich würde sagen, wir parken lieber mal hier. Und den Rest gehen wir lieber mal zu Fuß. Blick auf die Map. Siddiqui. Genau, wir werden aber nicht direkt von vorne frontal angreifen. Sondern lieber so ein bisschen durchs Gebüsch. Oh. Weil ich glaube, an der Haustür werden sie warten. Und hier die Seitentür. Hoffentlich nicht. Okay. Wahrscheinlich sogar hinter den Hügel lang. Bin mir gar nicht bewusst, ob wir hier schon mal waren in dem Laden. Aber das werden wir gleich wissen. Okay, so viel zu dem Thema Überraschungseffekt. Ich sehe gerade noch niemanden. Jo. Oh, der ist hin. Okay. Hat ja super funktioniert. Den Plan. Von wegen von hinten ran. So. Okay. Super Aktion, mein Freund. Direkt hier. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen rennen. Und wir gucken, ob wir uns hier geheilt kriegen. Das ist ein Problem. Genau das meine ich, dass wir gleich umfallen. Okay, die laden nach. Entweder schaffen wir das jetzt oder fallen um. Nein, wir fallen um. Aber zum Glück haben wir unsere Rettungstante, die wir jetzt schon wieder vergeuden. Hallo. Sie bringen uns doch um. Ja, ich weiß. Schöne. Helf mir mal auf. Gib mir keine hässliche Kanone. Doch, die wird uns wieder die hässliche Kanone geben. Ich habe doch meinen Granatwerfer. Ah, ja. Okay. Der steckt gleich den Sand im Kopf. Halt! Bevor wir weitergehen, müssen Sie zu Kräften kommen. Jupp. Kopf runter. Irgendwo ist ein Scharfschütze. Wohl Ihr Glückstag. Wer sind diese Typen? Ihre Wunden, versorgen Sie sie. Okay. Wo ist die Uschi hin? Die Rede war von einem Scharfschützen. Okay. Ich glaube, das war es dann auch schon. War doch nicht so scheiße. Die Frage ist, wo ist der Patient? Ah, da ist der Patient. Und es hat gerade noch geblinkt. Das zeigt, nicht nur Patienten sind hier, sondern auch noch... Genau, in der Hütte. Ja, diese einzige Hütte mit Tür. Hey, hey, Ruhe. Ich versuche zu schlafen. Nerv nicht. Ich versuche dich zu retten. Okay, hier rauf. Hey, hey, hol mich hier raus. Hier gehöre ich nicht her. Aha, da steckst du also.
denn? Kenn ich dich? Glaub nicht, dass wir ihn schon mal gesehen haben. Danke. Aber wenn du mir Ärger machen willst, hau lieber ab. Ich kann Kung Fu. Du siehst du raus, Alter. Ich bin Asiate. Wenn du klug bist, haust du auch ab. Da kommt bestimmt bald Verstärkung. Ich sehe mich hier noch etwas um. Such mir eine Waffe. Nächstes Mal spendiere ich eine Runde. Okay. Mission abgeschlossen. Wir werden trotzdem noch mal kurz hier rausgehen. Ruf gesteigert. Zeit ist rum. Liefer wieder mal chaotisch. Irgendwie haben wir in letzter Zeit kein Glück bei den Überfällen. Okay. Die Uschi schießen auf irgendjemand. Das Problem ist, die Alte kann halt auch sterben. Das ist unser Problem. Deswegen bin ich jetzt noch mal kurz am Laufen und gucken. Ist sie eigentlich auch zu sehen auf der Map? Nein. Na gut. Ich denke mal, sie kann gut um sich selbst kümmern. Wir haben die Sache hier im Griff. Werden da gleich noch mal in der nächsten Folge die Karte rausholen, weil es gibt ja hier noch einen Diamanten, wie wir gesehen haben. Und den will ich auf jeden Fall haben. Würde ich ja mal sagen, macht sinnvoll, weil wir haben ja in gewissen Ausgaben immer. Aber dazu beim nächsten Mal mehr. Jetzt einen Daumen nach oben, wenn euch die Chaos-Folge gepasst hat oder nicht. Kommentare schreiben. Kennt ihr das ganze Spiel? Und für alle, die es erstmal hier sind, abonnieren. Das würde mich persönlich sehr freuen. Denn ich bin Mac Vurago und sag Servus und Ade.